Hallo, herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda: The Minish Cap. Beim finalen Bosskampf, zumindest sollte es so sein. Also ich glaube, dass das das Finale ist. Wir haben einen neuen Untergrund und so, ne? Und ich habe letztes Mal tierisch gefailt. Tut immer noch irgendwie weh. Gut, was sagst du dazu? Wozu? Das ist hässlich. Ich habe noch mehr Kraft angesammelt. Meine Dämonenkraft kannst du mit dem winzigen Schwert nicht bezwingen. Dann gib mir ein größeres. Okay. Erstmal Item wechseln. Kann man kaputt machen. Okay. Nichts Wildes. Hi. Ah, ich ahne schon, was ich tun muss. Kann ich hier vielleicht Herzen farmen? Oh. Pfeile. Ey, warte, wärst du so gut, mir Herzen zu geben? Das wäre jetzt voll nett und so von dir, ne? Ups. Ich habe das Gefühl, er will nicht nett sein. Dann schieße ich dein. Ah, ich verstehe. Ich beginne zu begreifen. Ach Gott, nee, das war ja so kacke. Ah, nee, das fand ich ein bisschen kacke immer. Also für den Bosskampf. Ach so, oh, ich verstehe schon. Genau. Das war. Eine interessante Idee für einen Bosskampf, aber eine sehr nervige, wie ich finde. Wir müssen sie mal genau gucken. Okay, seine Augen sind also. Das ist mal auf der rechten Seite. Oh, ich sehe, ich bin bald tot. Gluck, gluck, gluck. Etwas auffrischen. Ich hätte jetzt natürlich gerne noch ein bisschen mehr Herzen, die ich aber in diesem Bosskampf nirgendwo kriege. Das ist auch, wie ich finde, relativ seltsam für einen Bosskampf in Zelda. Normalerweise kriegt man immer. Den letzten aktiviere ich noch. Normalerweise kriegt man in jedem Zelda-Bosskampf doch auch irgendwo mal Herzen, oder? Gerade im Endbosskampf, hätte ich gesagt, ist das mal sinnvoll. Weil diese Karte hat mich so sehr verwirrt, dass ich nicht wusste, wo ich denn bitte eine Feenquelle finden wollte. Ich habe zwar eine Feenquelle gefunden, an der ich meine Herzen auffrischen kann. Das ist also eine Quelle von der großen Fee, aber. Ups. Ich habe keine Quelle gefunden, wo ich Feen mitnehmen kann. Ich wusste nicht mehr, wo die sind. Das ist meiner Meinung nach etwas ungünstig. So, dieser Bosskampf, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, schön. Wir haben, da stehst du blöd, Vati, da stehst du blöd. Wir haben zwar einen netten Untergrund, aber. Ach, jetzt, come on! Das muss ich doch wohl schaffen. Wir haben einen netten Untergrund, aber viel mehr ist das, glaube ich, auch nicht. Na super. Willst du mich gerade verarschen? Ach, jetzt komm schon, Vati! Du musst mir auch eine Chance lassen, dass ich dich angreife. Ja, das klang schon bescheuert, als ich es ausgesprochen habe. Vier-Schwerter-Style oder so. Kommt jetzt noch einmal von oben, dann habe ich sie alle durch. Und der Typ bewegt sich ganz schön viel. Ah, verschwinde! Lass mich Arzt, ich bin. Oh, wenn ich Arzt wäre, wäre jetzt schön, ne? Dann könnte ich mich nämlich heilen. Ich brauche Herzen, verdammt! Ja, toll. Was soll ich mit Pfeilen? Also, sicher, ist es auch schön, Pfeile zu haben, aber ey, ich brauche Herzen! Das ist doch unfair, ein Bosskampf, wo ich meine Gesundheit nicht auffrischen kann. Ja, natürlich! Drei Herzen noch. Was mache ich jetzt? Nix, sterben wahrscheinlich gleich. Oh, ich hasse sowas. Nee, Leute, das ist scheiße. Endbosskampf, bei dem man die Herzen nicht auffrischen kann, finde ich irgendwie für einen Arsch. Dazu komme ich ja mit seinem Angriffsmuster hier auch kaum zurecht. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Oh. Ich muss erstmal all die Dinger hier wegmachen. Kann ich die ja nicht wegsaugen?
Ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren, ne? Nein, kann ich nicht. Was soll ich schon machen? Hä? Achso. Das waren die Steine. Oh! Da ist aber nicht ein Herz drin, ne? Ich verlange doch keine Fee oder so, ich verlange nur ein Herz. Ich sehe schon, was daraus wieder wird hier. Nämlich gar nichts. Stirb! Du Elender! Nö, der lebt weiter. Na super. Es werden immer weniger Herzen in meiner Leiste. Hä? Was ist denn das für eine Scheiße? Ach so, ich verstehe. Ach so. Nee. Glück gehabt. Ich dachte schon, beim letzten Mal wollte ich mich jetzt trollen. Der muss doch langsam auch mal tot sein, oder? Jetzt komm schon. Oh, was ist das denn? Schießlink. Danke. So, jetzt wieder das ganze Gebiet freiräumen. Also, ich muss sagen, ja, wenn ich den Kampf überlebe, nicht schlecht. Dass ich überhaupt das noch geschafft. Okay, jetzt, das war affig. Aber ich habe zumindest meine wunderbare Schwerttechnik wieder aktiviert, ne? Weil ich weniger als ein Herz habe. Ach so, und du legst direkt neue von den Dingern aus. Ach, das ist nett, warte, das ist nett, das wollte ich schon immer haben. Eigentlich möchte ich dir gerade den Kopf abreißen. Na gut, werden wir wahrscheinlich sowieso gleich machen. Ich versuche es jetzt einmal. Wenn ich es nicht schaffe, werde ich sowieso sterben. Sterb bitte. Ach nee, der lebt immer noch. Okay, Leute, das kann ich jetzt schon mal sagen, wird ziemlich sicher nichts mehr. Nein. Party, kannst du mal aufhören? Du gehst mir ziemlich auf die Nüsse. Ich hasse Vati, dam da dam da dam. Jeder hasst Vati. Da 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 dam dam da 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 dam. Da 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 dam dam dam. Es regnet Pfeile, aber ich brauch Herzen. Der geht mir auf die Nüsse. Aber ich brauche Herzen. Ich habe da ein ziemlich mieses Gefühl bei der Sache. Also, man sieht hier, ich trinke in Pfeilen, ne? Aber es gibt nicht ein einziges Herz für mich. Und so, wenn ich so auf meine Herzleiste gucke, brauche ich, glaube ich, gerade eher Herzen als Pfeile. Das kann ich schon wieder vergessen. Warte, du stehst immer genau da, wo ich dich nicht brauche. Ist dir das eigentlich klar? Wäre voll nett so, wenn du mal irgendwie dahin gehst, wo du mich nicht behinderst. Ist zwar aus deiner Sicht schlau, aber ganz ehrlich, deine Sicht interessiert dir niemand und ich renne auch noch in deine scheiß Stacheln rein. Schon wieder nix. Okay. Jetzt war... Bitte sag mir, dass er tot ist, ja? Ich habe noch ein halbes Herz. Das darf nicht sein. Ich bin ein Dämon. Ich bin mächtiger als Alan, als alles andere. Ich kann nicht gegen ein Kind verlieren. Hoppala. Das hast du gut gemacht. Jetzt lass uns schnell Zelda vom Fluch befreien. Also eigentlich würde ich jetzt gerne meine Herzen auf frischen Zelda kann warten. Gut, Link. Jetzt verwandle Zelda mit der Kraft des Schwertes dafür zurück. Nö. Ach, schade. Ich wollte eigentlich noch Power draufhauen. Na gut. Link, danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen, Link. Dürfte ich übrigens kurz mal anmerken, dass wir immer noch ein halbes Herz haben? Mir kommt es gerade so vor, als hätte ich das halbe Spiel mit dem halben Herz durchgespielt. Weil irgendwie hatte ich immer Low-Herzen... Komisch.
Gott, muss ich schlecht in diesem Spiel sein. In meinen Träumen. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück, wir kamen noch rechtzeitig. Das Schloss stürzt ein. Yay, wir können doch noch sterben. Oh nein, das Schloss stürzt ein. Lauf. Bitte sag mich, dass ich jetzt wirklich laufen muss. Nun, der Ausgang ist blockiert. Schnell zur heiligen Stätte. Ach so, ich darf doch noch selber laufen. Wo waren die heiligen Stätte? Irgendwo unten. Ah, okay, es gibt wohl nur einen Weg. Oh weh, ich kann jetzt auf dem Weg noch sterben. Ich schwöre dir, Spiel, das ist nicht fair. Und hopp, da ist die heilige Stätte. Oh, sie ist sogar nicht verschüttet. Was für ein Zufall. Keep rolling. Wehe, ich muss nochmal kämpfen und darf meine Energie nicht auffrischen. Mir entkommt ihr nicht. Ihr sollt die Kraft des Dämons Vati, der das Force erlangt hat, erfahren. Ich dachte, du warst ein Erzdämon, jetzt bist du nur ein Dämon? Scheiße, wie man degradiert wird, wa? Es sollte mich überraschen, dass es eine dritte Form gibt. Tut es aber nicht. Und irgendwie überrascht es mich auch nicht, dass ich mein Leben nicht auffrischen darf. Okay, das war dumm. Jetzt muss ich mal eine ernste Frage stellen. Kann man das überhaupt schaffen? Wie zur Hölle soll ich mit einem halben Herz den Endboss besiegen? Also den, das ist ja dann offenbar doch die letzte Form, ja? Wie soll ich das machen? Wie? Wie? Das ist doch... Ey, komm schon. Das ist doch hoffentlich nur Rombug, dass normalerweise die Herzen aufgefüllt werden, weil ich kann gerade echt nicht verstehen, wie soll irgendjemand das bitte so machen? Mir wird sich doch keiner geben, ist doch völlig behämmert. Kommt schon, Spieleentwickler, so blöd könnte doch nicht gewesen sein. Ach, warte, ich guck mal nach, was hier unten war. Natürlich keine Feenquelle. Ich hatte nur für einen Moment Hoffnung. Tja, gut. Tja. Ich weiß nicht, wie viel ich nochmal gegen Vati jetzt machen darf. Ich rechne ja so damit, dass ich den ganzen Kampf von der ersten Form an nochmal machen darf. Was bedeuten würde, ihr seht mich erst beim, ja, bei der letzten Form von Vati wieder. So, einmal Energie aufgefrischt. Ich darf mir jetzt in der Zeit Feen suchen. Zwei Feen und eine Lonlon-Milch. Ach nee, hier komme ich nicht zurück. Tja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, toll. Wisst ihr was? Ich mach's ganz einfach. Bis nachher. Also, bis für euch in ein paar Sekunden, für mich in wahrscheinlich einer halben Stunde. Bis gleich. Okay, ich bin wieder da, ich bin genervt, ich setze ein Safe State, damit ich jetzt hierhin zurückkomme, weil guckt mein Leben an, Leute. Ich bin schon irgendwie stolz auf mich selbst, dass ich das geschafft habe. Wenn ihr jetzt fragt, wie, das wüsste ich allerdings auch gerne. Ja, ich habe es irgendwie geschafft, mich so gut wie nicht von ihm treffen zu lassen. Ich habe immer noch meine beiden Feen, meine London-Milch ist weg. Habe ich beide komplett verbraucht. Und ja. Final Battle. Aber ja, ich hätte eigentlich dran denken müssen, dass noch ein Kampf kommt. Weil natürlich kommt noch irgendwo ein Kampf, bei dem wir das, ach, jetzt come on. Das war doch unfair. Natürlich muss noch irgendwo ein Kampf kommen. Ah ja, klar. Komm schon. Hör auf mich zu verarschen, Vati. Irgendwo muss ja noch... Das ist doch wohl... Das ist doch ein schlechtes Scherz hier. Es muss ja nur irgendwo ein Kampf kommen, wo wir auch als Meinisch arbeiten.
Hä? Jetzt aber nicht, ich muss die jetzt wieder umdrehen, die kleinen Dinger. Nö, muss ich nicht. Was muss ich denn dann da tun? Hm. Kann ich seinen Arm irgendwie abhacken? Wohl weniger. Was muss ich dann dort machen? Mit der Lampe vielleicht irgendwie was anzünden? Au. Okay, wohl auch nicht. Ah, ein... Natürlich. Das könnte hinhauen. Oder auch nicht. Was haben wir noch? Pegasus-Stiefel. Alles klar. Ich renne durch ihn hindurch. Das bringt nichts. Das vielleicht... Ah, das könnte hier gegen helfen. Nein, wohl auch nicht. Ich kann jetzt eigentlich schon wieder von vorne anfangen, also mein Safe State laden, weil, das ist doch der... Geht klar. Bumerang, das ist aber kein Pflicht-Item. Pfeile funktionieren tatsächlich nicht. Frag mich nicht, wie das funktionieren soll, Leute. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich sterbe. Wie soll ich das denn machen? Oh. Ich habe eine Idee. Ach, jetzt hör doch auf. Gut, das wäre jetzt ein Zelda-Klassiker gewesen. Wenn man es zurückschlagen kann, kann man aber nicht. Also. Ich weiß es nicht. Nee. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich das bitte anstellen soll. Ja, nee, als Mensch werde ich auch nichts machen können. Nee, okay. Immer noch keine Ahnung. Ich habe nicht vor... Jetzt mach doch mal hier. Ich habe nicht vor, den Part so bald zu beenden. Nein, ich hätte diesen Kampf gerne noch drin. So, scheiß auf Überlänge, aber... Dazu müsste man natürlich wissen, was man hier bitte tun soll. Das ist doch scheiße. Mit seinem dämlichen Elektrokram. Nee. Das klappt auch nicht. Was zum Henker? Wie soll ich ihn denn bezwingen? War ein Schuss ins Auge oder so? Nee, geht auch einfach durch. Bomben! Okay, Bomben wäre jetzt ziemlich dämlich. Wieso falle ich da nicht runter? Schild. Nee. Grabclown. Auch nicht. Schon probiert. Habe ich alles schon probiert. Nee, mir fällt nichts. Nichts ein. Überhaupt nichts, was ich tun kann. Habe ich alles schon probiert. Ja, genau. Schmeiß mich noch runter. Was war das denn? Oh ja, toll. Gut. Ein Bosskampf, den man nicht gewinnen kann. Was ist das hier? Ah. Danke, dass jemand mir das auch von vornherein sagt und so. Ey, komm, wie soll man denn darauf kommen, dass man den Arm angreifen soll und nicht den Kopf? Das ist wirklich mal dämlich. Also, sicher ist eine nette Idee so einigermaßen, aber... Ey, das ist eine völlig scheiße... Was war das denn? Du schmeißt mich schon wieder runter, Vati. Weißt du auch nicht, wie asozial ich das finde? Naja. Mach kleiner! Lass mich raten, ich muss jetzt erst beide Arme kaputt machen, dann komme ich erst an seinen Kopf ran. Und der Boden sagt mir gerade, dass, ich sollte hier schnell raus. Was war das denn? Gut, okay, ich verstehe es immer noch nicht so ganz. So.
So, dann nehmen wir da ein. Oh, das ist natürlich scheiße als Kampfplatz. Ich fürchte, das schaffe ich so nicht. Ich muss nur eins zerstören können. Hat nicht funktioniert. Klasse. Bitte sag mir, dass der Schaden, den ich gemacht habe, super, dass ich sofort in ihm drin spawnen darf. Finde ich auch ein bisschen blöd vom Spiel. Also von der Spielmechanik blöd gemacht. Ich hoffe, dass der Schaden, den ich mir jetzt gemacht habe, gespeichert wird, weil wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Ja, auch irgendwie so eine ultimative Methode, um den besser zu besiegen. Und könnte der vor allem mal sterben? Nee. Wie soll ich das machen? Hallo? Ich will eine Erklärung, Vati. Wie soll das denn zu machen sein? Ah, so, klasse. Ja, stell dich mir neuen Weg. Kleiner Arschgeige, du. Klein triffst du aber Vati sogar, ne? Weil wir haben ja erfahren, er war ja eigentlich nur ein Meinisch. Was soll ich hier tun? Nein, ich weiß immer noch nicht, was ich hier tun soll, ja? Das ist doch unmöglich. Nee. Das muss mir jetzt einer erklären. Wie soll ich das bitte anstellen? Ich sehe ja auch nichts. Das bedeutet, die Dinger überhaupt zu finden, ist schon eine Qual. Ich habe zwar noch zwei Feen, aber ich will die natürlich auch ungern benutzen. Du hast dich gerade freiwillig gemeldet, dass ich dich klein hacke. Direkt wieder eine Fee weg. Und die machen ja auch so wenig, genau. Ah. Hä? Ey, komm, ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass das gerade wenig Schläge waren. Oder willst du mir sagen, es gibt nur ein einziges da drin, was man zerstören muss? Ein wenig sprachlos, ob dieses Kampfes. Achso, also dich da muss ich zerstören, ne? Oh, sag mir es doch einer. Das habe ich gerade ja auch nicht gemerkt. Oh, wow, du kommst zu glauben, es gibt ein Herz. Nachdem ich drei Kämpfe immer gewonnen habe. Achso. Ah, das ist interessant. Hä? So ein Treffer oder nicht? Ach, jetzt komm schon, das hätte er nicht treffen müssen. Der vielleicht längste Bosskampf der Welt. Ich glaube, ich habe einen Namen für den Part gefunden. Wieso treffe ich denn den einen immer nicht? Finde ich ein bisschen scheiße von dir, Vati. Das gibt's doch nicht. Oh, nee. Ich habe nicht vor, hier so bald aufzuhören, nein. Der Part wird weitergehen, bis ich gewonnen habe. Oder bis ich so wenig Bock habe, dass ich, ihr wisst ja, oh, leck mich doch, scheiße. Das wird so ähnlich laufen wie bei Red. In Gold. Pokémon Gold.
Entweder ich gewinne diesen Kampf oder der Part geht in Ewigkeit oder ich habe einfach keinen Bock mehr. Das passt nicht. Oh, kannst du glauben. Und das darf ich jetzt wie oft machen? Also, war ja klar, dass die dann... Das Viertelherz, ne? Das ist so das obligatorische Viertelherz, mit dem ich die Boss machen darf. Was war das? Wieso ist der eine Ball immer kaputt, anstatt dass er... Der eine Ball geht irgendwie immer kaputt. War ja klar. Ja gut, meine letzten vier Herzen, ne? Danach ist vorbei hier. Meine letzten drei Herzen, danach ist vorbei mit dem Kampf. Dann darf ich ihn nochmal von vorne machen. Oh, jetzt kommt schon. Das ist doch nicht möglich. Nee. Ich kann das nicht treffen. Ich weiß nicht, ich kann die nicht treffen so. Kann ich gegen Ganondorf kämpfen, der ist irgendwie angenehmer. Ist auch komisch, wenn man sowas sagt, ne? Ja, natürlich war es ein Treffer, sicher. Nicht, dass das irgendwie daneben getroffen hätte oder so. Ja, klasse. So, Spiel, wenn du jetzt noch so nett wärst und irgendwie dafür sorgst, dass ich auch vernünftig hier... Ja, ich kann jetzt schon vergessen, das reicht nicht mehr. Oh, das grenzte schon fast an Skill. Aber auch glücklicherweise nur fast, ne? Dreimal. Drei, die magische Zelda-Zahl. Ne, so schon mal nicht. So, jetzt machst du wieder deinen Blitzspell. Hier, Blitzra oder so. Ich hole mir in der Zeit nur Doppelgänger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.